Herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Ihr werdet euch wundern, wieso ich hier schon wieder drin bin. Und zwar, ich war ja in Megaton beim letzten Mal, hab dort auch dann Sachen eingekauft, vor allem Munition nachgefasst, und mich auch dort geheilt und bin dann wieder schon in Richtung, weißt du, der German City, wie heißt es? Germantown. Gereist und wir stehen jetzt vor dem Keller und da soll ja Shotty drin sein, weil angeblich ist er anscheinend in der Küche verbracht worden und ich würde sagen, da werden wir jetzt gleich mal die Tür aufmachen, aber ich werde mir noch eine andere Waffe rein bzw. anlegen, und zwar das Sturmgewehr. Oder auswählen, anlegen ist Bekleidung. So. Sind schon wieder zwei rote Striche. Mine sehe ich im Moment noch keine. Oh, Laserpistole. Ich glaube, die sind im Nachbarraum. Ey, da ist ja richtig was zum Abgrasen. Verschlossen. Ist das irgendwo eine Mine? Nö. Ja, was die hier mit den Menschen hier anstellen, das ist schon ein wenig komisch. Essen die die oder was? Oder findet man in dem Zeug auch Munition in den komischen Säcken? Das ist schon ekelhaft. Das waren wohl ein Raider. So. Anscheinend spielt sich alles im Nachbarraum auf. Da Kackelage, ich hab mir gedacht, was ist denn das jetzt? So. Normalerweise sind die jetzt wahrscheinlich auf mich aufmerksam geworden, oder? Oh, es sind anscheinend keine. Hier unten vielleicht nur mit Kakerlaken zu tun, das wäre schön. Und wieso ist er gestorben? Weil ich zu langsam war oder was? Naja, ich werde es trotzdem der Sache mal nachgehen. Ah, Mist. Okay, Waffe da fallen lassen. Jetzt hat er sie wieder. Ja, schade. Den Nebenauftrag mit dem Schaden wird erledigt, weil ich wahrscheinlich zu langsam war. Ich hätte mich beeilen müssen. Schade. Das
ist wohl schade gewesen. Ne? Was machen die denn mit dem? Merkwürdig ist es schon, was die hier treiben. Ja. Vulkane, verstümmelten Organe. Auf Munition ist da drin. Den hat man schon. Ist eine Energiezelle oder? Ah, nee. Cola. Nix. Blutbeutel. So, das haben wir. Jedes Mal, wenn ich das Waschmittel sehe, Abrazzo, da muss ich jedes Mal an Abputze denken. Also, für Leute, die es nicht kennen, Badesalz. Also Badesalzikum, die, ja, Kabarettistentruppe. Na, hier ist ein Haufen Munition. So. Was ist denn? Haben wir da gerade? Ne. So, dann gehen wir erstmal wieder raus. Da war irgendwo noch eine verschlossene Tür, die wir uns gleich mal angucken. Das war das hier. Da war das, ne? Nicht der passende Schlüssel, aber wir haben ja noch da oben auch noch verschlossene Türen. Vielleicht gehört er da dazu. So. Die habe ich noch gar nicht gesehen, die Säcke hier. So richten diese alle so zu, also das würde mich schon mal interessieren. Genau, da wollte ich mal gucken, was da los ist. Und dann gab es noch hier eine Tür. Auch nicht. Sonstiges Schlüsselring. Ach so, das ist ein und dasselbe wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich, wenn man von unten reinkommt, wenn man von oben reinkommt. Da würde ich ja schon mal dahinter gucken, aber wieso kann man da nicht rein? Also es muss hier noch einen Schlüssel geben. Bin aber fast dazu geneigt, wir bringen erstmal die andere Person in Sicherheit. Wo war denn der wieder? Oder die, besser gesagt. Da sind wir reingestolpert. Wo war denn das? Das war doch auf dem Stockwerk. So, von da kommt man rein. Oder war das auf dem unteren? Boah, ich weiß es schon nichts mehr.
Nix. Da war nix und da geht's runter. So, mal runter. Ich glaube, das war hier. Irgendwo hier. Da geht's komplett runter. Und schon war das. Da ist es doch. Wir können in Big Town wieder reden. Aber jetzt. Jo. So, wir nehmen den Hintereingang. In dem Fall für uns der Hinterausgang. Da folgt uns auch schon. Und steht uns im Weg rum. Oder steht mir im Weg rum. So. Genau, da war das. Und jetzt. Kann es sein, dass dahinter ein Mutant steht, weil der hat mich nämlich verfolgt, als ich hier hinten rein bin. Das habe ich euch vorhin nicht gesagt, als wir angefangen haben. Kann sein, dass der noch da vorne sich herumtreibt. Aber vielleicht haben wir Glück und der ist mittlerweile schon wieder fort. Der muss da rechts gewesen sein. Ja, hallo, du sollst mitgehen. Simpel. Ich sag ja, da ist ein Mutant. Das ist natürlich nichts, wenn... Was hat so ein Centaur dabei? Nix. So, ich will mir jetzt den schnappen. Ja. Ein Königreich für eine reparierte Sniper. Das Bein, da haben wir das drauf geschossen. Ja. Gott sei Dank haben die alle nur Jagdgewehre. Aber wenn die richtige Waffen hätten, würde es glaube ich ein wenig übler ausschauen für mich. Wo kommt denn der jetzt plötzlich her? Der jetzt plötzlich her. Na, die Brett, ne, auch nicht. Sind denn noch mehr? Also ich werde auf jeden Fall irgendwann mal wieder zurückkommen, weil der Auftrag mit den geschlossenen Türen wird mich schon interessieren. Oh, ich denke, jetzt können wir auf Schnellreise klicken. Hallo, sind Sie verletzt? Bin ich froh, wieder sicher zu Hause zu sein. Danke, Sie sind ein echter Held, wissen Sie? Ich wollte Ihnen eine Belohnung anbieten, aber mit den Kronkorken kann ich Medizin und Vorräte einkaufen. Ach so, verstehe. Ich weiß, dass Sie Ihr Leben schon mal riskiert haben, aber die Mutanten reden von einem weiteren Angriff. Wahrscheinlich sind Sie schon bald hier. Okay, die Aufgabe ist erfüllt. Wirklich? Das ist ja großartig. Ich werde es gleich allen erzählen. Sie sind wirklich ein Held, wissen Sie? Ja, trotzdem brauchen wir jetzt mal ein bisschen Munition. Aber hier gab es nichts zu kaufen. Ne?
Was macht denn die eigentlich mit der Mülltonne? Sie sind tot, oder? Nö. Das hatte ich befürchtet. Naja, der gute Wille zählt. Danke fürs Gespräch. Reden Sie mit Red. Sie wird Ihnen sicher danken wollen. Super, ey. Das ist eine Nuss. Danke für die Hilfe. Ich hoffe bloß, dass wir den nächsten Angriff auch... Ach ja? Wow, das ist mir neu. Wie lange war ich nochmal bewusstlos? Sie hat mir doch nichts, angetan, als ich... Ich erinnere mich an Schreie und Schüsse. Eines dieser großen... Naja, sie haben die Klinik gesehen. Red ist die Schlauste in Big Town. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Es sind nicht mehr viele übrig, um Läden zu betreiben oder sowas. Sie... Die Medizinerin hat... wahrscheinlich kaum Munition hier. Wo ist denn die? Wo ist denn Red? Hier ist er schon mal nicht. Ist er gerade hier irgendwo rumgerannt? Da ist Red. Wow, kaum zu glauben, dass sie Time Bomb helfen konnten. Und ich dachte, sie wollten ihn einfach sterben lassen. Habe sie wohl falsch eingeschätzt. Er kann auch nicht kämpfen, aber wenn wir noch etwas länger überleben, müsste er bald wieder auf den Beinen sein. Sie sind ein besserer Doktor als ich. Das ist offensichtlich. Aber wenn Sie eine Behandlung brauchen, gebe ich sie Ihnen gratis. Ja, das ist schon mal gut. Eigentlich hätte ich Sie als erstes retten müssen und dann ihn verarzten müssen. Ich habe das irgendwie umgekehrt gemacht. Das ist so ein bisschen ein logischer Fehler in der Erzählung gerade eben. Ja, diesen ganzen Unsinn habe ich gehört. Flash ist nicht gerade eine Intelligenzbestie. Sie wäre gar nicht so übel, wenn sie die Realität akzeptieren würde, anstatt dass... Ihnen helfe ich doch gern. Doch jedes Mal schlimmer aus. So, jetzt sind wir zumindest schon mal geheilt, aber das bringt uns nichts. Wir brauchen Munition. Das war's. Gibt es sonst noch etwas? Alles klar, hier ist... Ah, der hat ziemlich viel Stimpacks. Mal gucken, was wir da loswerden können. Da holen wir uns nämlich mal so 10 Stück. Was kosten das? 360? Oh ne, das ist zu viel. Das ist zu viel. Wie schaut's denn aus mit 4? Das ist auch noch zu viel. 144, das kriegen wir, glaube ich, hin. So. Na, da waren noch irgendwo Jagdflinten. Laserpistole, eine langt Jagdflinte. Heben wir uns die Beste auf. Das würde ich gern reparieren lassen. Ey, jetzt gehe ich doch nicht zusammen. So viel habe ich gar nicht erbeutet. Hm? Nee. Ja. Dann geben wir das Level für Munition aus. So. Und ich würde sagen, ich werde nochmal eine kleine Schnellreise nach Megaton unternehmen, um dort Munition einzukaufen. Und dann schaue ich mir nochmal die Mutantensiedlung an. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.